So, jetzt noch eine Anmerkung zu den gelaserten Teilen. Das sind jetzt hier die 2 mm Edelstahlbleche. Und alle Teile, die ihr erhaltet, alle, habe ich so konstruiert und so designt, dass die symmetrisch sind. Und zwar können die, es ist wirklich egal, ob ihr die so rum oder so rum im Dice später montieren möchtet. Wie ihr sehen könnt, sind wirklich, ich habe jetzt mal hier nur beispielhaft welche rausgenommen. Ihr könnt sehen, es ist immer egal wie rum. Du kannst sie, man kann die immer umdrehen, so wie man meint, die schönere Oberfläche zu haben. Ja, alle Dinge sind so hier die Z-Achse, so rum, ja. In alle Richtungen, also ihr braucht da keine Einbaulagen zu beachten. Egal was, das ist alles symmetrisch konstruiert. Der Lüfterhalter auch, natürlich jetzt nicht symmetrisch von den Löchern her, aber es ist auch egal, ob ihr den so rum oder so rum montiert oder so. Es ist wirklich egal, Hauptsache die Lüfter sind nachher, wenn ihr welche einbaut, vor dem Board und ja, der Rest hier war für das Netzteil. Das ist jetzt noch ein Alpha-Teil von dem, wie mein Dice aussieht. Bei euch ist das Loch hier nicht da, sondern nur die zwei Lüfter. Wenn ich euch die Teile senke, so ein Edelstahlblech hat immer eine gute und eine schlechte Seite. Und zwar ist das von der Seite gelasert worden und auf der Unterseite gibt es immer so ja, Brandspuren, Schmauchspuren von jedem Loch. Also ich habe persönlich diese Seite mal nach unten gemacht, dahin, wo man es nicht sieht. Ja, das hier ist zum Beispiel die Platte von meinem Dice, die ganz oben drauf sitzt. Da habe ich nicht diese Seite genommen, sondern diese Seite. Ja, also da beim Zusammenbauen sucht euch die schöne Seite aus, guckt, wie das zusammengebaut gehört am Schluss und ihr werdet sehen, total einfach. Ach so, nicht zu vergessen, der Laser. Wenn der ein Teil lasert, dann lasst mich das kurz ein Beispiel raussuchen. Hier, wenn der ansetzt, der Laser kommt beim Lasern des Bleches von hier reingefahren, fährt einmal rum und fährt hier wieder raus. Und an der Stelle, wo der rein und raus fährt, ist ein Grat. Ja, wenn ich fahre hier mal drüber, dann hört ihr das. Auf der anderen Seite nichts. Ja. Das ist wichtig, dass ihr euch vorher eine Feile in der Hand nehmt und diesen Grat eben wegfeilt. Ja. Besonders darauf zu achten, bei den großen Blechen ist hier genau in der Mitte ein Grat. Später, wenn der Dice zusammengebaut wird, kommt eine Frontplatte genau hier gegen und stößt hier gegen. Wenn hier dann der Grat ist, dann kommt die hier nicht gegen, ihr zieht die rechts und links mit den Schrauben fest, die Platte wird krumm und eure Z-Achse blockiert. Also guckt euch wirklich die Kanten an, geht einmal mit dem Finger rum. Ihr werdet das sofort merken. Hier seht ihr zum Beispiel, hat der Laser angesetzt. Bei dem habe ich jetzt auch weggefeilt mit einer Rundfeile. Ja. Guckt, wo der Laser ansetzt. Irgendwo hier in der Außenkante, überall, ist ein Laserpunkt. Auch bei den Bohrlöchern. Ja. Also schaut, dass wenn ihr später hier bei der Z-Achse zum Beispiel nachher die Linearschiene draufschrauben wollt. Ja. Wenn ihr die drauf schauen wollt, das kommt nachher so zu sitzen, dass ihr hier diese Löcher nochmal eben mit einem 3 mm Bohrer nachbohrt. Da ist immer, wie gesagt, dieser kleine Grat, da wo der Laser eintaucht und eine Schraube wird dort haken. Wir können das jetzt mal eben ausprobieren. Das Teil hier ist ein unbearbeitetes, meine ich. Ich gucke mal eben. Ich habe das jetzt aus meiner Wühlküste geholt. Ja, seht ihr? Ich kriege jetzt hier die Schraube. Die hält von alleine, ja, seht ihr? So ist dieser Grat
da drin. Bohrt das eben aus, das ist eine Dreier-Schraube, also ein Dreier-Loch. Ja. Aber vorher gucken, nicht zu viel bohren. Manche Bleche haben ein Gewinde, zum Beispiel der Y-Träger hier im Original mit jeder Menge Löcher. Ja. Anschließend kriegt ihr den von mir, ja, da schneide ich euch das Gewinde rein. Gesenkt von der Seite, gesenkt von der Seite und zwei Gewinde reingeschnitten für rechts und links die Y-Wagen. Also wichtig, guckt euch die Teile vorher an, bohrt 3 mm Löcher auf, dass dieser Lasergrat weg ist und ihr seid da auf der sicheren Seite.